Herzlich willkommen, Huberta Weigl von der Schreibwerkstatt in Wien, und ich freue mich, dass ich wieder einen Interviewgast habe, die Bettina Dutzler. Unser Thema ist Studieren, wissenschaftliches Arbeiten und Schreiben, Lernen, an einer Privatuniversität studieren und letztendlich auch Masterarbeit schreiben mit einem Kind. Ich habe die Bettina kennengelernt, weil ich längere Zeit an der Sigmund Freud Privatuniversität in Linz das wissenschaftliche Arbeiten und Schreiben gelehrt habe. Und dann bist du, liebe Bettina, ja in meine Facebook-Gruppe gekommen, und da ging es dann so mit Challenges weiter. Darauf werden wir zu sprechen kommen. Vielleicht magst du dich mal also vorstellen, warum oder wie kam es eigentlich dazu, dass du Psychologie studierst an der Sigmund Freud Privatuni? Und vielleicht spannen wir kurz den Bogen. Was machst du denn eigentlich heute beruflich? Okay. Jo, danke schön auf jeden Fall fürs Interview. Ich freue mich, dass das nur was geworden ist. Mit diversen Krankheitsfällen hat sich die ja dann doch ein bisschen verschoben. Ja, ich habe an der SFU studiert. Ich wollte eigentlich immer schon Psychologie studieren. Ich habe früher mit 14 habe ich gesagt, entweder studiere mal Psychologie oder Jus. Wow. Und Jus war dann irgendwie mir doch zu trocken. Und die Psychologie war mir dann zu weit weg, weil ich meinen heutigen Mann relativ bald kennengelernt habe. Und da wäre Salzburg und Wien einfach viel zu weit gewesen. Und dann war die SFU in Linz, und ich war da das zweite Studienjahr, also die zweite Klasse sozusagen, was angefangen hat. Und es war von mir jetzt, ich bin aus Pettenbach, von vorne einfach sehr praktisch. Das heißt, du lebst in Oberösterreich, in Pettenbach, Genau. Und das ist jetzt auch gar nicht so weit. Ich weiß gar nicht, wie weit ist denn das von Linz? 40 Minuten. Genau, das heißt, du hast dann die Möglichkeit gehabt, doch am Land, also nicht in einer Unistadt zu leben und nach Linz zu pendeln. Und dort, wo, also in Linz gibt es ja sonst überhaupt kein Psychologiestudium, die Uni selber bietet das gar nicht an, und dort eben zu studieren. Mhm. Und die SFU hat dort damals gerade einen weiteren Standort neben Wien aufgebaut. Mhm, genau, also ganz frisch. Ja. Es war vor uns, wie gesagt, ein Jahrgang, und wir waren dann der zweite Jahrgang. Es war alles noch ein bisschen so im Werden, sagen wir mal. Also, und wir waren auch sehr wenige noch. Und ich habe aber das an der SFU, also an der Privatuni generell, sehr gerne studiert, weil die Klassengröße sehr klein ist. Das heißt, wir haben immer fix einen Platz in jeder Lehrveranstaltung gehabt. Ich habe mich nie fürchten müssen, dass ich irgendwo was verpasse oder wo nicht reinkomme. Und ja, ich habe eigentlich wirklich gern studiert, und zwischen Bachelor und Master ist dann mein großer Sohn auf die Welt gekommen. Genau. Ja, der Master hat sich dann ein bisschen schwieriger gestaltet mit Kind. Ja, und dein Sohn ist jetzt? Der wird jetzt bald 5. Genau. Okay, und die Masterarbeit, wann hast du sie dann eigentlich abgeschlossen? Die habe ich abgeschlossen, inklusive Prüfung, dann 2018 im Mai. Okay. Und was machst du heute beruflich? Also, wo hat dich dein Weg hingeführt, um da noch den Bogen, bevor wir dann nochmal aufs Studium zu sprechen kommen? Also, was machst du heute beruflich? Ja, ich habe mit der Masterarbeit schon das Thema aufgegriffen, und zwar Babys im ersten Lebensjahr. Und mache heute hauptsächlich Schlafberatungen und Vorträge, Workshops für Eltern von der Schwangerschaft bis ungefähr zum dritten Lebensjahr, Schlafberatung allerdings auch länger, bis 6, 7 Jahre. Und ja, das geht sehr gut. Und mir hat das Studium da auch sehr weitergeholfen, weil es einfach viel mit Entwicklungspsychologie auch zu tun hat. Ja. Und ich auch das, was ich mache und was ich die Eltern erklären möchte und Aufklärung betreiben möchte, auch viel oder hauptsächlich natürlich auf wissenschaftliche Erfahrungen beruht. Das heißt, ich schaue mir immer die aktuelle Studienlage an, und da ist natürlich ein Studium von Vorteil. Genau, also das habe ich gemerkt in deinem Blog oder auch wenn du Facebook-Postings machst, das ist nicht so selbstverständlich, also dass du eigentlich diesen Grundverständnis, dass deine Arbeit auf Wissenschaft fußt, da treu bleibst und weiterhin immer wieder mal auch Studien liest und die auswertest und
ja, und einfach ein super Fundament hast. Und mich hat das auch sehr angesprochen. Also jetzt kennen wir uns schon eben ganz schöne Weile. Und ich sehe mal auf Facebook, dass du dich da einfach auch einsetzt, dass man Babys nicht schreien lassen soll, sondern dass sie ganz viel Zuwendung und Containment brauchen. Genau. Genau, jetzt gehen wir doch nochmal zurück an, fangen wir mal an mit dem, also Studium, wissenschaftliches Arbeiten und Schreiben. Das ist ja jetzt sehr unterschiedlich, wie Unis oder auch Fachhochschulen das überhaupt vermitteln. Manche haben, also auf Fachhochschulen habe ich es erlebt, dass es eine eigene Lehrveranstaltung gibt zum wissenschaftlichen Arbeiten und Schreiben, kurz vor der Masterarbeit, aber zu einem Zeitpunkt, wo die Studierende keine Uni-Arbeit haben und super, super theoretisch, sehr schwer, sehr spät. Ich habe ja lange an der Kunstgeschichte, am Institut für Kunstgeschichte der Uni Wien gearbeitet. Da gab es keine eigene, ich glaube, das Institut hat nach wie vor keine eigene Lehrveranstaltung, wo das erklärt wird, sondern die Lehrenden und ich damals haben das versucht, halt beim Proseminar so nebenbei einfließen zu lassen. Also wie war denn das an der SFU? Und fandst du das gescheit, wie das gemacht wurde? Wir haben angefangen und ich glaube, es war die erste oder zweite Lehrveranstaltung, jetzt vom Zeitlichen her gesehen, wo wir gleich mal eine Seminararbeit schreiben haben müssen. Und wenn man aus dem Kontext kommt, wo ich herkomme, also ich habe nicht klassisch ein Hack gemacht oder ich bin anderthalb Jahre in Tabellar gegangen, habe dann abgebrochen und habe aber die Matura nachgeholt mit der Berufsreifeprüfung. Vielleicht sagst du kurz, was eine, weil wir haben sicherlich auch Zuseherinnen und Zuseher aus Deutschland, eine HBLA ist eine. Also, höhere Lehranstalt für wirtschaftliche Berufe, HLW, heißt es jetzt momentan, glaube ich. Wir haben auch so klassische Sachen gehabt wie Kochen zum Beispiel. Also, man hätte auch einen touristischen Beruf ergreifen können. Genau. Und wenn man halt jetzt eine Berufsreifeprüfung macht oder eine Studieneignungsprüfung, dann lernt man sowas nicht. In der Hauptschule haben wir natürlich nie eine Seminararbeit geschrieben und ich bin dann vor dem Computer gesessen und habe gedacht, okay, wie geht das jetzt eigentlich? Und an der SFU war es halt so, dass wir eine sehr gute Klassengemeinschaft gehabt haben und wir uns da gegenseitig so ein bisschen unterstützt haben. Also die was vorher schon das Wissen gehabt haben, haben die anderen ein bisschen mitgenommen und dann ist irgendwann dieses fachwissenschaftliche Arbeiten gekommen und ich persönlich finde, das gehört an jede Uni, an jede Fachhochschule, weil sehr viel zu beachten ist, weil viele auch gar nicht wissen und ich sehe das auch heute bei Kolleginnen, die sagen, wir haben das an irgendeiner technischen Universität zum Beispiel in einem technischen Beruf nie gehabt oder wie du jetzt gesagt hast, an der Kunstuni, da wird das nicht gemacht und das ist aber unumgänglich, finde ich, weil man lernt, wo recherchiere ich denn eigentlich und wie kenne ich denn jetzt außer, ist das ein guter Artikel, ist das ein schlechter Artikel? Google ist jetzt nicht das optimale Suchinstrument, wenn man noch was Wissenschaftliches sucht. Wie sehe ich was, wo in einer Bibliothek, wie finde ich da was, wie komme ich zu diesen Studien überhaupt? Und ich hätte das alles nicht gewusst. Und von dem her habe ich das eigentlich ganz toll gefunden, auch wenn man jetzt sagt, es ist jetzt nicht unbedingt das spannendste Fach, für einen Studenten, sagen wir mal, für die wahrscheinlich schon. aber es ist einfach Grundwissen, was man braucht. Ja. Genau. Und man sieht es ja in deiner Schreibgruppe, was da immer für Fragen kommen, wo man sich denkt, das müsste man doch eigentlich im Studium vermittelt kriegen. Das stimmt. Also die Nöte sind ziemlich groß. Und also das, als ich das dann bei euch an der SFU in Linz gehalten habe, das war also das, da warst du in den frühen Semestern, ich weiß nicht, wahrscheinlich im zweiten oder dritten Semester, also in Wien, die Gruppen, die ich in Wien hatte, die waren, glaube ich, alle sogar im ersten Semester. Die hatten eine zweisemestrige Lehrveranstaltung, wissenschaftliches Arbeiten, Teil 1 und 2. Und ich glaube, es waren sogar die allerersten Semester, aber bei dir war das vielleicht über die Gründung der Uni ein bisschen zeitversetzt. Das kann sein. Ich muss ehrlich sagen, ich weiß auch nicht mehr, in welchem Semester wir jetzt das Fach gehabt haben, aber es war auf jeden Fall eine zweisemestrige Veranstaltung. Mhm. Das schon, ja. Also was für mich, das fällt mir jetzt gerade ein, so ein bisschen challenging war, ist, dass ihr in Linz ja keine Bibliothek habt mit dem Psychologieschwerpunkt. Ne? Dass ich euch, also einerseits haben wir geschaut, wie funktioniert eine Recherche und in eurem Fach erscheint sehr viel
online, deswegen Datenbanken waren extrem wichtig. Aber jemand, weißt du, wer in Wien oder in Berlin studiert, der hat einfach auch ein großes Psychologieinstitut mit einer Präsenzbibliothek, weil zum Beispiel mit den Studierenden der SFU in Wien haben wir natürlich auf der SFU gab es eine Bibliothek, gibt es immer noch, aber weil es so eine junge Uni ist, mit einem sehr überschaubaren Buchbestand. Und dann sind wir natürlich auf Exkursion. Ich glaube, wir sind auf die Exkursion sowohl in die Österreichische Nationalbibliothek gegangen und haben uns das angeschaut, haben eine Führung dort gemacht und auf die UB, aufs Institut für Psychologie, um auch diese Scheu abzubauen. Und ich finde, das ist, wenn man jetzt in Linz studiert, nochmal ein bisschen challenging. Ja? Ja, ja. Wobei die Landesbibliothek da schon sehr positiv hervorheben muss. Okay. Weil ich dort, also zumindest für Masterarbeit und auch was ich sonst brauche, ich frage ja heute auch immer nur wieder mal was an, was ich online nicht finde, und die können eigentlich alles besorgen. Und man kann die Bücher dann einfach reinschmeißen und beim Abgeben ist das sowieso sehr easy. Sie reservieren das auch, also von dem her geht es in der Landesbibliothek auch. Die haben auch ein Abteil Psychologie. Und inzwischen, was ich so weiß, ich bin ja jetzt nicht mehr an der Uni, ist auch der Buchbestand an der SFU Linz sehr gewachsen. Aber natürlich ist trotzdem, wie du sagst, ganz was anders, wie wenn ich jetzt tatsächlich eine ganze Bibliothek habe. Genau, so ist das vielleicht dazu sagen, dass die SFU in Linz, dass die auch in ein anderes Gebäude gezogen sind und dass das eine Uni ist, die wächst und dass wir sozusagen uns in der Frühzeit kennengelernt haben und diese Frühzeit und nicht alles wissen, wie es ganz im Detail, wie es heute funktioniert. Genau. Ihr habt eine Bachelorarbeit geschrieben. Mhm. Musste denn die eigentlich empirisch sein? Wie war das? Also wir haben uns das aussuchen dürfen, ob wir Statistik, also qualitativ oder quantitativ forschen, aber wir mussten forschen. Und ich bin in Statistik immer schlecht gewesen. Und mich hat qualitative Forschung immer interessiert. Also von dem her war es für mich einfach klar, dass ich meine Forschungsfrage und meine Forschungsarbeit so aufbaue, dass ich qualitativ forschen kann. Habe das Erste, das war gerade so in der Flüchtlingskrise damals, und habe über das meine Arbeit geschrieben, also über die Helfer, ich weiß jetzt den Titel nicht mehr ganz genau. Und die Masterarbeit war dann auch qualitativ, und da ist eben um die Herausforderungen an frisch gebackene Mamas, wie die im ersten Lebensjahr vom Kind, was sie da alles für Herausforderungen ergeben. Mhm. Genau. Was waren für dich so die ganz großen Herausforderungen? Also wenn ich mit Studierenden arbeite, ist also oft so das gar nicht wissen, wie packe ich das an, und wahnsinnige so Motivationsprobleme. Also hast du zum Beispiel, es gibt hin und wieder gibt es Studierende, die haben keine Motivationsprobleme. Ja? Kennst du sowas wie Motivationsprobleme? Ja, bei mir hängen Motivationsprobleme so ein bisschen vom Kapitel ab, was ich schreibe. Also Einleitung ist was ganz was Langweiliges für mich, das mache ich ganz ungern. Wo immer auch schwer tue, ist der Schluss, die Zusammenfassung, dass man das alles so ein bisschen auf den Punkt bringt. Und da habe ich dann auch bei der Masterarbeit zumindest deine Hilfe in Anspruch genommen. Bei der Bachelorarbeit war das nur so, habe ich noch ein Kind nicht gehabt. Das ist nur ein bisschen leichter gegangen. Die hat auch vom Umfang her nicht ganz so groß sein müssen, natürlich. Und bei der Masterarbeit ist auch mein Anspruch natürlich gewachsen. Also ich wollte auch tatsächlich eine gute Note haben auf diese Masterarbeit. Und nachdem sie das durch die Geburt vom großen Kind so in die Länge gezogen hat, ist man dann auch so ein bisschen vom Thema weg und die Motivation schwindet auch dann. Und da hat mir auch diese Schreibgruppe dann sehr geholfen, wieder in die Motivation zu finden, weil man wirklich sieht, okay, die anderen arbeiten auch jeden Tag, und okay, die hat jetzt auch nicht 5 Seiten geschrieben, sondern vielleicht nur eine Viertelstunde Studien gelesen, aber es ist egal, man tut was, und dann ist man so ein bisschen angetrieben von den anderen, dass man auch mitmacht. Jetzt haben wir ein Echo drinnen, jetzt ist es wieder weg. Du hast parallel, also du hast zur Masterarbeit hast du dann, ich glaube, es waren so 2 Coachings, das heißt, du hast die Hilfe geholt. War das schwer? Genau. Also ich habe das Gefühl, die meisten Studierenden scheuen sich unfassbar, Hilfe
zu holen? Oder war es für dich einfach leichter, weil du mich irgendwie ja schon gekannt hast von der Uni? Genau, also für mich war es leichter, weil ich dich schon gekannt habe. Was mir ein bisschen abgeschreckt hat am Anfang war, dass ich mir gedacht habe, du kommst überhaupt nicht aus diesem Fach, du kannst mir inhaltlich nicht helfen. Mhm. Ich glaube, das habe ich da damals auch gesagt. Ich war da ein bisschen skeptisch, weil ich mir denke, okay, jetzt haben wir da eine Stunde, ich habe in einer Stunde noch nie so viel weitergebracht, schauen wir mal, und sonst habe ich halt auch Coaching gehabt. Und ich war aber dann wirklich erstaunt, dass wir echt viel geschafft haben in dieser Stunde, und ich bin dann drauf gekommen, du musst gar nicht aus dem Fach sein, weil es ums Inhaltliche ja überhaupt nicht geht, aber das war mir vom Gedanklichen einfach auch gar nicht klar. Vom Hilfeholen selber habe ich da weniger Probleme, weil ich bin sowieso der Mensch, wenn ich weiß, ich komme wo nicht weiter, dann schaue ich, wer kann das besser wie ich. Ja, also ich gehöre auch zu den Menschen, die sagt, wenn ich Hilfe brauche, und dann nehme ich dann auch gern Geld in die Hand. Also man kann Geld auch blöder ausgeben. Genau. Also wirklich, es ist eine Frage der Priorität. Und ich bin jetzt auch als Selbstständige, wenn ich irgendwie nicht weiß, wie mein Buchungstool funktioniert oder mein Newsletter-Tool, dann buche ich auch mal hin und wieder einfach eine Coachingstunde und hole mir die Hilfe, weil alleine die Zeit, die ich da reinbuttere, plus die emotionalen Zustände, die Verzweiflung, also ja, das zahlt sich einfach aus. Genau. Aber das ist interessant, dass du das eben ansprichst mit dem, also ich bin nicht vom Fach, ich bin BWLerin und Kunsthistorikerin, und die Probleme sind halt immer dies, also es wiederholt sich bei mir. Das ist so, wie wenn man zum praktischen Arzt oder praktischen Ärztin geht, dann ist es, wenn man selber dahin geht, das allerschlimmste Halsweh. Und für den ist halt einfach Halsschmerzen totale Routine, ja. Mhm. Und so, dass es also nicht mit dem Fach zu tun hat. Das Einzige ist eben, wenn es wirklich um qualitative oder quantitative Methoden geht, im Detail, da habe ich keine Expertise, da empfehle ich dann gern jemand anderen weiter. Aber für alles andere, schreibt mir eine Einleitung, wie komme ich zu einem Exposé, hat das tatsächlich, kann man auf einer Metaebene begleiten. Mhm. Also ich weiß nur, wir haben auch diese qualitativen Sachen gemacht. Das stimmt. Allerdings nicht, halt einfach nicht inhaltlich. Ich habe den Text ja schon gehabt, aber für mich hat sich das einfach alles doof angehört, auf gut Deutsch. Also ich mir denke, das, was da steht, das stimmt zwar, das hört sich aber an, wie wenn ich gestern erst zum Studieren angefangen habe. Ich glaube, wir haben deine Fragen sprachlich poliert, gell? Ja, genau. Solche Sachen und auch bei der Zusammenfassung dann, weil ich mir denke, wie bringe ich denn jetzt das, was in diesem Kapitel steht und das in diesem Kapitel? Das hat schon einen Zusammenhang, aber wie stelle ich diesen Zusammenhang her? Also wie kann ich das sprachlich einfach besser ausdrücken oder glätten? Und mein Kapitel ist dann, also gehapert hat es dann, glaube ich, auch an diesem Schlusskapitel, weil ich mir dann gedacht habe, jetzt steht da eigentlich eh schon alles drinnen, was soll ich da jetzt in dieses Schlusskapitel noch reinschreiben? Und da hast mir du auch dann eine gute Inspiration geliefert und ist tatsächlich dann nur, glaube ich, eine halbe oder dreiviertel Seite dazugekommen. Mhm. Ja, ich kenne es auch so, dass viele entweder also totale Schwierigkeiten haben im Schlusskapitel oder es in der Nacht und in einer Nacht- und Nebelaktion zum Schluss schreiben, weil sie so keine Lust mehr haben. Aber genau genommen, es ist ja praktisch die Einleitung und das Schlusskapitel, das, was die Leser finden, das ist so wie der Klappentext, oder? Und dann entscheidet man erst, dass man liest. Und es gibt auch Gutachterinnen und Gutachter, die darauf besonders achten und inzwischen das dazwischen sehr flott manchmal lesen, ja, so dass diese Randkapitel, die sind schon wichtig und die können nicht so hin, in Wien sagen wir, in Österreich sagen wir, hinknudelt, ja. Genau. Ja, natürlich, weil das ist das, was ich als erstes lese und wo ich dann auch sehe, hat die das eigentlich oder der das eigentlich verstanden, was da in diesem ganzen 80-Seiten-Ding geschrieben wird, weil ich muss ja dann trotzdem auf 2, 3, 5 Seiten runterbrechen. Und da muss ich aber dann schon wissen, was habe ich denn da eigentlich jetzt gemacht vorher. Mhm. Und also ich finde auch, dass das ein sehr wichtiges Kapitel ist. Nichtsdestotrotz ein schwieriges. Ja, absolut. Ja, und du hast, also was ich eben sehr spannend finde, du hast ein Kind vor der, also zwischen Bachelor- und Masterarbeit bekommen. Und genau. Meine Erfahrung ist, also dass fast alle Studierende entweder ein bisschen jobben oder einen Fulltime-Job haben oder irgendwann dann Richtung Masterarbeit vielleicht auch schon Kinder. Manche haben Job und Kinder, ja. Wie war das? Ist dann erstmal die Masterarbeit total, also praktisch
weiß nicht, hast du die jahrelang in die Schublade gelegt oder hast du gestillt und gleich Uniarbeit geschrieben? Also wie war das Verhältnis zwischen Baby bekommen? Also ich habe... Und diese Uni-Arbeit, war die dann auch der permanente Druck und sagst du, nein, ich möchte mich eigentlich mehr um meine Familie kümmern und jetzt habe ich diese blöde Uni-Arbeit noch da? Also das ist ja Hauptthema von allen Eltern. Wir haben grundsätzlich immer ein schlechtes Gewissen gegenüber unseren Kindern. Das ist natürlich bei mir nicht anders, auch jetzt und auch heute noch und immer nur, weil jetzt habe ich ja inzwischen zwei. Der Große ist zu einem eigentlich sehr günstigen Zeitpunkt gekommen, im Nachhinein gesehen, weil ich habe Gott sei Dank bis auf, glaube ich, drei Fächer alles abschließen können. Bei uns ist ja die ersten zwei Semester im Masterstudium sind noch Vorlesungen und dann ist Praktikum und dann ist Masterarbeit. Ja. Von dem her habe ich drittes, viertes Semester praktisch frei gehabt sozusagen. Und ich war schwanger und bin dann ins Praktikum noch gegangen, bis zum Mutterschutz, bis dass es wirklich nicht mehr gegangen ist. Es war beim Großen ein bisschen sowieso kompliziert, weil ich eine Schwangerschaftsvergiftung gehabt. Der ist einen Monat zu früh auf die Welt gekommen. Okay. Und das Ganze nur mit jedem Tag Linz fahren ins Praktikum, das war ein bisschen heavy im Nachhinein gesehen. Aber es hat alles gepasst. Und wie er dann auf der Welt war, am Anfang hat man sowieso keine Zeit, da muss man sich dann einmal zusammenfinden und dann ist diese Masterarbeit immer mehr nach hinten gerutscht, auch von der Priorität, der man denkt, okay, er ist nicht lang so klar und er ist nur dazu ein Frühchen gewesen. Das heißt, das Kind hat totale Priorität, genau. Oder? Ja. Genau. Und mein Mann war Gott sei Dank in Karenz, also einer der wenigen Männer, liebe Männer, ich empfehle es euch allen. Ja, super. Er war ein Jahr in Karenz. Genial. Auch so für das Kind so wichtig. Voll. Und sie haben heute eine super, super Bindung. Und schön. Es gibt nichts Wichtigeres wie ein Papa. Teilweise wichtiger wie ich. Ja, und habe dann in dieser Zeit meine Interviews geführt, meine Fokusgruppen gemacht und dann war der Große so dreiviertel Jahr alt. Da wäre es dann immer konkreter geworden mit Lernen und mit Schreiben und alle die Eltern sind, die kennen das vielleicht, da wird es dann schwierig, weil da wird er dann mobil und dann weiß man auf einmal, okay, die Mama ist jetzt weggegangen, das will ich eigentlich gar nicht, fange zum Warnen an. Und ich habe es halt dann so gelöst, ich bin dann jeden Tag um 3 in der Früh aufgestanden und habe um 3 in der Früh dann meine Masterarbeit geschrieben. Oh nein, das wusste ich gar nicht. Warte mal, und wann bist du schlafen gegangen? Mit dem Kind um? Mit dem Kind um 7. Mit dem Kind um 7. Also mein Mann hat seitdem die Herrschaft über die Fernbedienung. Oh, das heißt, du bist zu früh schlafen gegangen und das Kind schläft ja dann doch bis in die Früh und du bist um 3 Uhr aufgestanden und hast dann das Schlafen. Genau, da schläft er tief, da habe ich eine Ruhe gehabt. Das war eigentlich sehr toll, muss ich sagen. Das war am Anfang natürlich Überwindung, aber wenn man das einmal umgestellt hat, dann geht das recht gut. Boah, ich habe wirklich ganz großen Respekt. Und über welchen Zeitraum? Das hast du mehrere Wochen oder Monate gemacht? Oder? Das ist über mehrere Wochen dann gegangen. Monate, glaube ich, hätte ich nicht durchgedruckt. Aber über mehrere Wochen ist das gegangen. Und er ist ja dann natürlich auch größer geworden. Und dann war es mit dem Stillen dann nicht mehr so. Da war er dann schon ein Jahr alt. Da bin ich dann teilweise einen halben Tag einmal in die Bücherei gefahren, nach Linz, und habe dort gearbeitet. Und da ist dann besser gegangen. Und zum Schluss, so wie mit dem Lernen, war es halt, ja. Man hat einem das auch ankennt, dass ich einfach zu der Prüfung zu wie voll Stress gehabt habe und innerlich schon so nervös war, dass er sehr geklammert hat und von mir überhaupt nicht mehr weg wollte. Und das war, wie ich die Prüfung geschafft habe, sind meine Eltern und mein Mann mit dem Kind weggefahren und da hat er voll gewarnt. Und ich bin dann umgegast, da war er bei der Godi. Und es war wirklich wie abgefallen. Und es war so toll, weil er von einem auf den anderen Tag dann auch wieder ganz ruhig geworden ist. Also du bietest Schlafberatung an, aber du könntest vielleicht auch studieren mit Kindesberatung anbieten. Das fällt mir jetzt ein. Aber ernst? Ja. Naja, aus den Erfahrungen, wie kriegt man das? Vielleicht kommen über dieses Interview auch Menschen zu dir. Ja. Wir werden auf jeden Fall deine Website auch verlinken, weil das ist also Studieren mit dem Kleinkind. Was bedeutet das für die Mama? Und wie kann man auch da schauen, dass das Kind eigentlich sicher gebunden aufwächst, obwohl die Mama eben woanders, also gedanklich immer wieder auch ist oder sich abkoppelt? Auch ein spannendes Thema, finde ich jetzt gerade.
Ja, das ist, schau, und in diesem Gespräch kommen schon wieder so Inspirationen. Das ist einfach so dein, ich weiß nicht, das ist deine positivste Eigenschaft vielleicht. Ja, ich habe so, in der Beratung zumindest. Mein Kopf ist ein kreatives Feuerwerk und denkt immer an Lösungen und was könnten wir noch alles Gutes in die Welt bringen, ja. Mhm. Du, und wie war denn das jetzt an der SFU? Also hast du dann länger gebraucht als dein, weil dort studiert man eben tatsächlich so ein bisschen im Klassenverband und du hast dann länger gebraucht als der Rest. War das für dich belastend? Waren die anderen sind schon fertig oder haben andere auch lange gebraucht? Es gibt ein paar, die länger gebraucht haben. Es gibt, glaube ich, sogar ein paar, die was noch nicht ganz fertig sind. Also von dem her ist wieder diese Universität positiv hervorzuheben. Und ich habe auch die Erfahrung gemacht, in diese, bitte nagelt mich nicht fest, ich weiß es nicht mehr, aber ich glaube, 3 Fächer waren es. Statistik, das weiß ich ganz sicher, die habe ich dann mit dem Großen, da war ich auf der Welt noch gelernt und fertig gemacht. Und eine Lehrveranstaltung habe ich online fertig machen dürfen und bei einer habe ich eine Ersatzarbeit bringen dürfen, statt dieser Prüfung, die notwendig gewesen wäre, weil da war ich gerade im Wochenbett, das wäre nicht gegangen. Und habe dann eine Seminararbeit im Nachhinein abgegeben und es hat super funktioniert und von dem her, wenn die SFU das Interview sieht, von dem her auch nochmal ein großes Danke von mir, dass wir da so entgegenkommen sind. Und das geht natürlich auch nur, wenn man jetzt eine kleine Gruppe ist und wirklich weiß, okay, das ist die Bediener und das ist nicht die Studierende Nummer 358-22, weil dann weiß man, okay, das ist jetzt gerade Thema. Und auch meine Kommilitonen haben mir da natürlich damals sehr geholfen. Ja, also raus aus diesem Massenbetrieb. Ja. Hin zu einer individuelleren Betreuung. Privatunis haftet ja oft so das Image leider an mich nicht zu Recht, würde ich sagen. So, naja, nur weil ihr Studiengebühren zahlt, ist das einfacher. Also ich habe das Gefühl gehabt, also in Wien habe ich ja länger unterrichtet und dann auch immer mitbekommen, was die Studierenden sonst noch machen. Bourdieu, SPSS, sie waren sehr gefordert. Aber es war vielleicht eben wirklich in kleineren Gruppen und damit vielleicht, würde ich sagen, auch ein Stückchen mehr Individualität und Menschlichkeit, also auch die einzelnen Personen, vielleicht auch mit ihren Lebensumständen, dass man mehr darauf eingehen kann. Was natürlich so eine große Uni, wo so viele sind, das ist wirklich. Also ich habe ein bisschen Nachteil, ja. Also ich habe an der WU studiert und das war damals schon, da war die WU noch nicht, wo sie jetzt ist, in Prater, sondern noch da beim Alter, in Alternstraße und in Wien. Also auch ein Massenbetrieb. Wir sind in der Früh, bin ich zum alten Südbahnhof gefahren, um mich auf die Sekunde genau auf BTX anzumelden. Es waren auch keine Plätze für Lehrveranstaltungen. Und das war eigentlich so ein Stress, studieren zu wollen und keine Plätze zu bekommen. Ja? Ja, das ist bei uns definitiv anders gewesen. Also heute wahrscheinlich auch noch. Und das wäre auch nicht. Also man studiert ja freiwillig, in den allermeisten Fällen zumindest, nehme ich an. Das heißt, ich möchte ja das, was ich dort lerne, auch tatsächlich lernen. Ich möchte mir ja aus dem Studium auch so viel wie möglich mitnehmen. Und wenn ich da so einen Stress reinbringe, wäre das jetzt für mich und für mein persönliches Cortisol-Level wahrscheinlich jetzt auch nicht so ganz optimal. Und wir haben die Lehrenden gekannt. Also wir waren mit Fühler dann per Du. Die sind auch nachher immer für uns verfügbar, also immer ist es übertrieben, aber man hat einer mal eine Mail schreiben können und auch was nachfragen können und sie haben auch gewusst, okay, wer schreibt denn da jetzt? Und von dem her, also ich habe wirklich nur gute Erfahrungen gemacht. Ich habe jetzt keinen Vergleich zu einer FH oder einer öffentlichen Uni, weil ich da selber nie studiert habe. Aber dieses Argument, ihr zahlt Studiengebühren, es ist eh alles einfacher, das kann zumindest ich von meiner Sicht aus nicht bestätigen. Wir haben genauso viel gelernt und lernen müssen, also uns ist jetzt auch nichts geschenkt worden. Ja, also hatte ich als wissenschaftliches Arbeiten und Schreiben Lehrende auch das Gefühl. Übrigens habe ich auch von dieser Tätigkeit als Selbstständige, habe ich also da eben dieses wissenschaftliche Arbeiten und Schreiben unterrichtet. Damals ist mein Blog so gewachsen, weil ich, wann immer ich eine Lehrveranstaltung gemacht habe, bin ich dann nach Hause gefahren und habe eine Kurzfassung als Blogartikel gepackt. Von daher gibt es also sehr alte, aber immer noch gültige Blogartikel von wie schreibe ich eine Einleitung, wie schreibe ich eine Zusammenfassung, wie schreibe ich ein
Abstract, ja. Und das habe ich dann immer auf eine passwortgeschützte Seite teilweise euch dann zusammengestellt. Also das war noch in Zeiten, wahrscheinlich gibt es jetzt längst Moodle und 1000 Lernplattformen, aber so fit war die Uni nicht, ich damals nicht, alles hat es vielleicht noch gar nicht so richtig gegeben. Und das war eben auch so, damit das die Sachen halt, damit das halt das Wissen gut aufbereitet. Genau, das kann ich mich nur erinnern an diesen passwortgeschützten Bereich. Genau. Das war ja alles nur vor Corona, bevor diese ganze Online-Lehrveranstaltungswelle gekommen ist. Also heute weiß man ja das auch ganz anders, wie das geht und wo das ist. Und damals hat man sich halt ein wenig abgeholfen. Aber es hat gut funktioniert. Und dann warst du ja auch in der Facebook-Gruppe. Und ich habe damals, das habe ich jetzt schon länger nicht gemacht, aber es hat mal angefangen, dass ich habe jetzt diese monatlichen Schreibgruppen auf die Kosten in der Regel 119 Euro für das ganze Monat. Und diese meine Idee, also diese Business-Idee, ich biete Schreibgruppen an, hat ja begonnen, indem es eben diese große Facebook-Gruppe gibt. Die gibt es immer noch, die werde ich auch verlinken. Und da haben wir so Challenges gemacht. Die Challenge ist jetzt weiterhin in diesen monatlichen Schreibgruppen, gibt es immer eine Challenge, aber es gibt noch viel mehr, es gibt Workshops etc. Und also für mich war das einfach auch schön, das so auszuprobieren. Und da gab es dann immer über einen gewissen Zeitraum, jeden Tag ein Posting, Tag 1, Challenge, Tag 1, Tag 2, Tag 3. Ich glaube, das ging über 2 Monate oder 4 Monate. Und dann konnte jeder drunter schreiben, was er gerade vorhat. Und da hast du mitgemacht und warst du eine stille Mitleserin oder hast du auch drunter geschrieben, hey, ich schreibe heute Punkt 3, Punkt 2, Punkt 1, Punkt. ich war am Anfang eine stille Mitleserin und irgendwann habe ich mir gedacht, so, und jetzt mache ich da mit und dieses Ganze, jeder schreibt jeden Tag was und dann möchte man nicht die Einzige sein, die nicht schreibt, ist dann gegangen bis hin zu heute möchte ich dieses Tagesposting starten und das ist natürlich, wenn man um 3 Uhr früh anfängt, ist leicht möglich, dass man die Erste ist und dann Tagesposting macht. Genau. Also es ist schon so ein bisschen ein Motivationsbooster gewesen, diese Schreibgruppe, genau. Ja, das Ziel war immer so, du bist nicht alleine, weil die meisten Studierenden, ich vermute, dass das bei der Zielgruppe, mit denen du arbeitest, Eltern sind vielleicht mit anderen im Austausch, aber jeder glaubt, sein Problem ist das Größte und er ist total einzigartig, nur mir geht es so und es ist ja so unfassbar befreiend zu sehen, na, anderen geht es auch so. Also es ist, man kann das glaube ich sogar tatsächlich vergleichen, weil während man studiert, denkt man sich, okay, man, die hat schon so viel geschrieben, okay, die hat schon abgegeben, die haben schon, zumindest war es bei mir, ich habe ja lang gebraucht, die hat schon die Prüfung gemacht und die hat jetzt auch schon die Prüfung gemacht. Und bei den Eltern ist auch so, das Kind von der besten Freundin schläft immer besser wie das eigene. Man sieht das oft nicht, dass das Kind von der Bekannten vielleicht, dem man das aber nicht erzählt, genauso schlecht schläft, will das meine. Und das von der Kommilitonin, die auch noch nicht so weit ist mit der Uni, aber die verzögert es vielleicht auch nicht, weil es ja unangenehm ist. Und durch dieses Tagesposting weiß man aber, die hat halt auch nur 1-2 Seiten geschrieben, was voll okay ist, aber es sagt halt keiner. Und durch das ist man halt so in dieser Gemeinschaft drinnen und man kommt sich nicht mehr so doof vor vielleicht auch. Also was total also viel ist, wenn man an einem Tag 1-2 Seiten schreibt, das kann manchmal auch ein Absatz sein. Und ich fand es ja dann auch immer schön, wenn auch Leute mal geschrieben haben, ich habe große Pläne gehabt und ich habe nichts gemacht. Also sich auch zu teilen in den, wenn es nicht funktioniert, ne? Weil es ist immer leicht so, ich bin alles so toll. Und Facebook und Social Media ist ja ganz viel, wir haben eine Fassade und alles ist easy und alles ist wunderbar. Und dann ist eben auch da die Möglichkeit gewesen zu sagen, ich habe was vorgehabt, was zu lesen und ich habe gar nichts gemacht oder ich bin müde und erschöpft. Genau, mir geht es halt nicht gut, ich lasse es halt trotzdem bleiben. Ja. Und dann ist aber auch als Antwort oft gekommen, man schaut auf die, es macht nichts, es passt und morgen geht es wieder anders weiter und schau einfach, dass du heute einmal so ein bisschen, um es modern zu sagen, Me-Time hast. Ja, also ich glaube, dass Selbstfürsorge, also einerseits muss man natürlich bei so einer Uni-Arbeit, geht es um Disziplin. Aber wenn diese Disziplin so zum Bootcamp wird, dann ist das Druck, Druck, Druck. Und dann ist es so wichtig, dass da Entspannung in das ganze System reinkommt, körperlich, seelisch, weil je besser es
uns geht. Also die Freizeit muss stattfinden. Ich hatte eine Teilnehmer in den Schreibgruppen, das ist so der Running Gag, das kann ich auch so erzählen, die hat gesagt, na, sie ist in eine neue Wohnung gezogen und sie hat ihre Bilder nicht aufgehängt und die Stereoanlage nicht aufgestellt. Sie hat auch eine Stereoanlage, weil sie muss ja Masterarbeit schreiben, berufsbegleitet. Ja? Und in der Schreibgruppe ist ihr klar geworden, ja, sie kann die Bilder aufhängen und die Stereoanlage aufstellen. Trotzdem Masterarbeit. Also es war dann so, ich muss mich total kasteien und das bringt einfach gar nichts. Ja. Also, ja. Und das ist so ein Thema vom Fokus, glaube ich. Ja. Das habe ich auch in den Schlafberatungen immer, dass so der Fokus dann irgendwie immer auf diesen einen Punkt ist und dann geht gar nichts mehr weiter, weil man so ein bisschen betriebsblind wird für alles, was rundum ist. Ja, und ich nehme mal an, in der Schlafberatung spielt es auch eine Rolle, dass es den Eltern gut geht. Ja, selbstverständlich. Also es geht, also ich glaube, man würde schnell denken, Schlafberatung, so das Kind muss schlafen, aber sozusagen, wie entspannt die Eltern sind, ist wahrscheinlich auch ganz. Also in der Schlafberatung, ich bin jetzt ein bisschen ab vom Thema, aber da geht es hauptsächlich, also viel um das Aufklären, wie schlafen Kinder wirklich. Kinder schlafen nämlich nicht wie in der Pampers-Werbung, sage ich immer. Und ich arbeite hauptsächlich, das sage ich jetzt zu dir, nicht öffentlich natürlich, ich arbeite viel mit Eltern. Also am Schlaf vom Kind darf man wirklich selten was ändern, sondern wirklich eher mit dem arbeiten, wie geht es denn mir als Mama und warum ist dieses Schlafthema so groß momentan? Ja. Ja, aber das ist nicht so unähnlich, das ist gar nicht so unähnlich beim wissenschaftlichen Arbeiten und Schreiben. Sozusagen, welche Vorstellungen haben wir von so muss das gehen? Also beim Schreiben haben viele immer noch diese Vorstellung, Schriftsteller sitzt am Fenster, die Vögel zwitschern und alles fließt in den PC, ja, dass das schon einmal SchriftstellerInnen so nicht schreiben, sondern dass die sich auch viel Disziplin, dass sie ihre Geschichte plotten, also planen, ja, sind einfach immer so Idealvorstellungen, die weg von der Realität sind. Ja. Und je mehr wir an die Realität kommen und sehen, den anderen geht es auch so, dann macht sich so ein bisschen Entspannung breit. Und Entspannung ist für das wissenschaftliche Arbeiten und Schreiben wichtig, aber auch für deine Eltern, genau. Also die du berätst. Ja. Und auch fürs Studieren mit Kind war bei mir auch viel Unterstützung. Und das, ich glaube, das kann man auch auf alle drei Bereiche dann eigentlich runterbrechen. Beim wissenschaftlichen Arbeiten kann man sich Unterstützung holen in Form von zum Beispiel einem Coaching von dir. Man kann eine Schlafberatung in Anspruch nehmen und beim Studieren mit Kind braucht man auf jeden Fall auch Unterstützung von außerhalb, weil es sonst nicht geht. Und damit meinst du jetzt Großeltern, Babysitter oder was ist so? Der Papa, Großeltern. Genau, also dass man nicht alleine ist. Genau, und auch wenn es nur dieses gute Zureden ist. Du schaffst es schon, du machst es eh gut. Wie viel hast denn du schon? Du hast eh schon so viel geschafft. Auch das ist Unterstützung. Mhm. Ja, vielen Dank. Hast du noch etwas, wo du sagst, jetzt Studierende schreiben eine Bachelorarbeit und Masterarbeit und sind super verzweifelt? Also ich habe manchmal auch Studierende, die Uni-Arbeit also, naja, monatelang bis jahrelang aufgeschoben haben und ja auch denken, das hinzuschmeißen. Hast du so irgendwas, wo du sagst, jetzt auch aus deiner eigenen Erfahrung, was würdest du denen auf dem Weg geben? Und du hast es ja wirklich, also mit Kind, das ist stressig. Da würde man vielleicht anschauen, an was scheitert es denn? Also warum wird geschoben und warum wird darüber nachgedacht, das hinzuschmeißen? Es wäre ja schade drum. Man hat ja dann im Prinzip umsonst studiert. Und
Ja, also und auf der Privatuni wäre es ja so, man hat ja dann auch Geld bezahlt dafür und dann ist das eigentlich, ja, fit wurscht. Ich denke mal, so ein bisschen eine Zielsetzung ist ganz wichtig, dass man sagt, man möchte jetzt fertig werden, nur ganz wurscht, wann man fertig war. Das war ja zumindest bei mir so, ich habe jetzt irgendwann zu meiner Betreuerin gesagt, ich möchte jetzt bitte fertig werden. Können wir uns einen Termin ausmachen? Und wenn ich dann einen Termin habe, dann weiß ich, dann kann ich runterbrechen, okay, ich muss bis dorthin das abgeben, ich muss bis dorthin das abgeben. Und dann einfach einmal anfangen. Und je länger, dass man wartet, desto schwieriger wird es natürlich, weil man vom Thema schon so weit weg ist. Und das habe ich bei mir auch gesehen. Man muss sich dann wieder alles anlesen, wieder frisch anfangen. Dann gibt es vielleicht schon neue Studien, die man noch gar nicht drinnen hat, wo man sich denkt, um Gottes Willen, jetzt kann ich das wieder neu schreiben. Also einfach einmal starten mit einem gewissen Ziel, dass man sagt, und wann es erst in einem Jahr ist, aber bis dorthin, bis Mai 2023, möchte ich jetzt wirklich fertig werden. Und dann auch mit der Betreuung sprechen, wie können wir das gemeinsam umsetzen, weil deswegen sind diese Leute da. Was man im Was sind die Hintergrund hört Hintergründe? bei dir, ist ein Hahn, oder? Das ist urlustig. Ja, ist der Günther. Total nett. Das habe ich mir gedacht, ein Hahn. Also, das sind jetzt zwei nochmal Dinge. Ich glaube, das ist gut, dass du das angesprochen hast. Also, du hast die Betreuerin oder den Betreuer, Betreuerin mit ins Boot geholt. Ich kenne so, Ja. dass viele Studierende unfassbare Scham haben, sich da mitzuteilen, weil sie denken, na, es ist eine Scham, ja. Tatsächlich kann ich sagen, vor dem Hintergrund, dass ich ja selber 10 Jahre an der Uni Wien gearbeitet habe, you're not alone. Also praktisch, es gibt viele Studierende, denen das Leben dazwischen kommt, das passiert, das sind Todesfälle, es gibt Ängste, Depressionen, das Leben ist einfach Ja. bunt. Also, das ist nicht ungewöhnlich. Dann, das ist vielleicht auch gut, das mal hier anzusprechen. Mein Gott, Betreuerinnen und Betreuer schieben auch ihre wissenschaftlichen Projekte. Na, ich habe mehrere wissenschaftliche Tagungsbände und so herausgegeben. Und alle, die jetzt zuschauen, also ich sage euch, Lehrende geben oft nicht pünktlich ab. Also ein Drittel oder die Hälfte gibt pünktlich ab. Ein weiteres Viertel muss man sagen, jetzt gebt doch ab. Und dann ein weiteres gibt auf dem letzten Drücker oder gibt einfach gar nicht ab, sodass der Tagungsband auch ohne diesen Beitrag erscheint. You're not alone. Es ist auf der anderen Seite auch so. Aber Genau. eben durchaus eben sich da mitzuteilen und vielleicht eben auch mal die Situation, in der man so Anzunehmen. ist, schildern, auch sagen, Ja. es ist so, es ist so und so. Genau. Und eine wichtige Sache hast du auch angesprochen, mit den Gründen, also hinzuschauen, warum schiebe ich denn eigentlich auf? Das ist in der Regel, sind das Zahnräder. Das ist immer so, ich kriege immer so, Hubert, da hast du einen Tipp. Ach, ich habe viele Tipps. Und es liegt oft am Nichtwissen, wie man Literatur sucht, bis fehlende Gemeinschaft, bis dass im Leben überhaupt kein Raum ist. Also wenn Menschen einen 60-Stunden-Job haben, ist es wirklich nahezu unmöglich, da noch eine Masterarbeit, da muss man erst Raum schaffen, bis hin zu, naja, also seelischen Themen, Genau. Traumatisierungen, Depression etc. Und das spielt alles, es ist das Leben, findet einfach trotzdem parallel dazu statt. Du wirst es wahrscheinlich in die Coachings ja eher so sehen. Also ich kenne das auch von mir jetzt, ein praktisches Beispiel. Ja, du könntest das dann ja so machen. Also ich habe aufgeschoben, aufgeschoben, aber du könntest heute, und ich habe immer eine Ausrede gefunden. Ich habe gesagt, ja, aber das haben wir schon probiert und das geht nicht und das geht nicht und das geht nicht. Und ich weiß jetzt nicht, ob es das du warst, ehrlich gesagt, aber irgendwer hat dann gesagt, naja, aber du sagst über das, das, das und das geht nicht. Wie willst du dann fertig werden? Was steckt da in diesen 5, 10 Gründen dahinter? Weil das ist eigentlich ja trotzdem immer nur eine Ausrede. Natürlich habe ich ein Kind und natürlich ist es schwierig, neben dem Kind die Masterarbeit, aber irgendwie geht's. Und wenn man eine Betreuung hat und man braucht eine Betreuung, das ist auf jeden Fall Grundvoraussetzung, dann geht es. Und wenn man halt nur eine Seite schreibt oder wenn man nur einen Absatz schreibt, aber man hat was da und man hat dann nachher da das Gefühl, dass man was geschafft hat. Ja, also Und da muss man halt draufschauen. dieses Dranbleiben ist einfach auch total wichtig. Ja, genau. Ja, ich denke, ich glaube, wir haben ganz viel Einblicke gegeben. Das sind ganz viele Inspirationen. Liebe Bettina, ich danke dir sehr für die Gerne. Bereitschaft, dieses Interview, dieses so freie Interview, in dem du so geschildert hast, wie das war, wie es auch schwierig war, wie du das gelöst hast, zu geben.
Und wir werden deine Website, Familienstark heißt sie, oder? Genau. Verlinken. Vielleicht gibt es da Menschen, die sagen, das ist interessant. Ich melde mich mal bei der Bettina, schau, was sie anbietet. Und vielen, vielen Dank auch für die Wertschätzung, die du mir gegenüber hier gebracht hast. Gerne. Vielen Dank nochmal für deine Hilfe damals und auch heute noch, weil vielleicht kommt ja wieder mal ein Blog-Coaching dazu. Sehr gerne. Danke dir. Ciao. Tschüss.